Hallo, ich bin Rainer und ich darf euch heute das Thema der dritten Woche unseres Seminars vorstellen, nämlich was bedeutet dieses neue Leben? Was sind die Geschenke Gottes? Und dazu möchte ich mit einer kleinen Geschichte anfangen. Ein Priester beginnt seinen Gottesdienst und als er zu reden anfängt, hat er den Eindruck, dass die Lautsprecheranlage nicht zu funktionieren scheint. Sie funktioniert aber tadellos. Er klopft auf das Mikro und sagt, mit dem Ding stimmt etwas nicht. Und die Gemeinde antwortet, und mit deinem Geiste. Mit diesem kleinen Witz beginnt ein wunderbares Buch über den Gottesdienst von Pater Reinhard Körner. Und eine Sache, die er seinen Lesern und auch mir damit deutlich gemacht hat, ist, dass wir uns ständig eigentlich den Heiligen Geist wünschen und ihn uns zusprechen wollen. Mehrmals im Gottesdienst. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Das wünscht sich die Gemeinde, dem Priester und der Priester der Gemeinde. Und das bringt mich zum ersten von vier Punkten dieses Vortrags, nämlich Gott möchte für alle dieses neue Leben. Wie wir in den vorigen Vorträgen schon gehört haben, ist unser christliches Gottesbild ein Gottesbild der Beziehung. Gott möchte Beziehung. Und Gott ist wie ein liebender Vater, der mich sucht, der mit mir Kontakt haben will, egal wie weit ich weg bin, egal wie lange ich weg war, egal wie viel zwischen uns steht. Ihm ist es wichtig, zu mir Kontakt zu haben. Und Gott ist es so wichtig, zu uns Kontakt zu haben, dass er Mensch wurde. Das ist Jesus Christus, der uns in seinen Reden und in seinem Handeln und in seinem Wirken immer wieder genau diese Aussage konkret gemacht hat. Ich möchte mit dir dein Leben gestalten. Hab keinen Zweifel daran, dass du geliebt bist. Sei dir sicher. Und ihm war das so wichtig, dass wir dieses Wissen haben, diese Gewissheit, dass wir geliebt und angenommen sind. Das würdest du ihn fragen, würdest du für mich sterben dafür? Würde er sagen, ja. Gottes Wunsch nach einer lebendigen Beziehung ist so groß, dass er möchte, dass aller Ballast, alle Trennung, alles, was dich hindert, zu ihm zu kommen, überwinden kannst. Alles kann vergeben werden. Und Gott möchte diese lebendige Beziehung zu uns. Das Problem, oft erleben wir das nicht so. Überleg mal, wann du eine wirklich lebendige Beziehung vielleicht auch in einem Gottesdienst erfahren hast. Aber Gott ist doch kein Langweiler. Gott möchte uns nahe sein. Gott möchte jeden Tag bei uns sein. Und er möchte uns helfen. Er möchte wissen, was in unserem Leben vorgeht, welche Sorgen wir haben. Er möchte, dass wir uns ihm anvertrauen. Er möchte uns Mut zusprechen. Er möchte uns Hoffnung geben. Er möchte uns trösten. Ein Mensch, der diese Dinge beruflich tut, den nennt man Life Coach. Wir als Christen nennen ihn Heiliger Geist. Und der Vorteil, er arbeitet sogar kostenlos für uns. Damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen, den du dir heute im Vortrag mitnehmen kannst, nämlich, wenn der Heilige Geist in ein Leben eintritt, dann wird dieser Mensch ein anderer. Und dazu möchte ich einen kurzen Abschnitt aus der Apostelgeschichte vorlesen, und zwar Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 1 bis 7. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, durchwanderte Paulus das Hochland und kam nach Ephesus hinab. Er stieß dort auf einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er,
Auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu, den Herrn, taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren im Ganzen ungefähr 12 Männer. Das, was in dieser Geschichte drinsteckt, ist, dass man erkennt, ob jemand den Heiligen Geist hat. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Checkbox zum Abhaken oder etwas, über das man mal nachdenken kann. Der Heilige Geist ist Leben. Der Heilige Geist ist Lebendigkeit. Der Heilige Geist bringt uns zum Sprechen, Handeln, Helfen. Er gibt uns Freude und er gibt uns das Bedürfnis, diese Freude weiterzugeben. Warum machen wir in der CE so viel Lobpreis? Weil es Freude macht, weil es uns Spaß macht, diesen Gott, der uns so erfüllt, der uns diese Freude schenkt, zu loben und ihm zu danken. Ich denke auch, dass oft das, was wir als Bauchgefühl oder Intuition bezeichnen, der Heilige Geist in uns ist, der uns einen Ratschlag geben will, der uns in eine Richtung weisen möchte und der uns auch in Unruhe versetzt, der uns fragen lässt, kann das wirklich alles sein? Muss das so bleiben, wie es ist? Geht da nicht mehr? Was passiert also, wenn man den Heiligen Geist erfährt? Was passiert, wenn einem dieses neue Leben geschenkt wird? Du wirst Gott durch eine neue persönliche Erfahrung kennenlernen. Die ist bei jedem unterschiedlich. Die wird auch ganz anders für dich sein, als vielleicht für den, der neben dir sitzt. Du wirst Bibel und Gottesdienst anders feiern und anders erleben, als einen echten Moment der Begegnung mit Gott, mit Jesus und dem Heiligen Geist. Du wirst erfahren, dass man auf eine neue Art und Weise beten kann. Du wirst Gaben des Geistes erhalten. Wir sprechen oft von Begriffen wie Prophetie, von Heilung, von Unterscheidung der Geister und auch Eingebungen, die du von Gott erhältst, um sie anderen mitzuteilen. Eine dieser Gaben ist das Sprachengebet. Sie ist eine Art des Gebetes und auch des Lobpreises, die uns ermöglicht, ganz frei zu sein und ganz offen für das Wirken von Gott. Du wirst Früchte des Geistes entwickeln. In einem der nächsten Vorträge wirst du mehr dazu erfahren, was das bedeutet. Zusammengefasst, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann ändert sich das. Und andere werden es sehen können. Es ist keine Veränderung im Stillen. Es ist etwas, was sichtbar wird. Etwas Neues wird in deinem Leben passieren. Der dritte Punkt. Volles Leben im Geist beginnt, wenn wir im Heiligen Geist getauft werden. Im Geist getauft sein öffnet uns dafür, ein tieferes Leben im Geist zu erfahren. Wie passiert das? Uns ist es wichtig zu betonen, dass wir keinen neuen Ritus erfunden haben oder ein neues Sakrament spenden. Taufe und Firmung sind genau die Sakramente, in die all das hineingelegt ist, was du dazu brauchst, um im Heiligen Geist getauft zu werden und zu sein. Einige von euch wurden vielleicht als Kind getauft und als Jugendlicher gefirmt.
Ich zumindest war damals mehr eine Nervensäge als ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind älter geworden und haben neue Möglichkeiten. Es geht jetzt darum, diese Kraft, die in uns hineingelegt ist, freizusetzen. Dafür ist dieses Seminar. Und ich erzähle mal, wie das bei mir war. 2008, auch in einem Leben im Geist-Seminar, wie du es gerade machst. Und da gab es diesen Moment für mich, der vielleicht sogar in der dritten Woche passierte. Nicht in einem der Treffen, sondern zwischendrin. Und es kam für mich so überraschend und so unerwartet, dass es mich auch total überwältigt hat. Mir wurde ein Gedanke geschenkt, eine Zusage von jemandem außerhalb von mir. Und das war so prägnant und so treffend und so klar und so erfüllend, dass ich diesen Moment als einen Wendepunkt meines Lebens erfahren habe. Ich weiß, dass es euch jetzt total interessieren würde, was mir da gesagt wurde. Aber das ist eine sehr persönliche Sache. Auch bei dir wird es so sein. Aber ich möchte mal erzählen, was diese Wirkung war, dieser Begegnung, dieser Erfahrung. Das erste, Freude. Durchdringende Freude im ganzen Körper, ein Gefühl des Glücks, wie ich ihn noch nie zuvor hatte. Und danach auch eine Gewissheit, dass ich geliebt bin und angenommen bin. Und zwar ganz bewusst so geschaffen, mit allen Stärken und allen Schwächen. Und aber auch dem Wissen, dass alles aus mir werden kann. Es war ein Moment der Begegnung mit Gott, den ich da hatte, der mir ganz persönlich gezeigt hat, sieh, wie ich dich gemacht habe. Das ist gut. Du bist gut. Seit dieser Nacht lebe ich anders. Ein neues Leben. Das bringt mich zum vierten Punkt. Die Taufe im Heiligen Geist ist der Anfang eines neuen Lebens. Ich bin als Christ überzeugt, Gott wirkt in unsere Welt hinein und überlässt die Dinge nicht sich selbst. Ein Unternehmensberater würde vielleicht sagen, Gott ist prozessorientiert. Deshalb ist das im Heiligen Geist getauft werden auch kein Ziel für sich. Es ist der Anfang eines Werdens, eines Weges. Es ist der Anfang einer Beziehung von dir mit Gott durch den Heiligen Geist. Was passiert mit uns, wenn wir dieses neue Leben beginnen? Ein paar Beispiele. Wir werden mit unseren Schwestern und Brüdern zu geistlicher Reife heranwachsen. In den Wochen nach meinem Erlebnis habe ich immer von einer Erkenntnis und einem Gedanken geredet, den ich in dieser Nacht hatte. Bis mir eine Teilnehmerin in einem leidenschaftlichen Beitrag sagte, oder du, der eine Gotteserfahrung erlebt hat. Erst in diesem Moment ist mir klar geworden, was passiert ist. Wir können durch dieses Getauftwerden eine neue Freude haben, täglich Gemeinschaft und Freundschaft mit Jesus Christus zu pflegen. Und wir werden lernen, bessere Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu haben. Ich denke, dass zum Beispiel es das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass ich auch mit manchmal anstrengenden Menschen besser umgehen kann. In eurer Gruppe
gibt es vielleicht auch so jemanden. Vielleicht bist auch du derjenige. Wir haben erfahren, eine neue Art von Freude und Frieden und Heilwerden unseres Lebens zu erleben. Wir werden dadurch liebender Menschen. Für mich ist es vor allem ein Erfahren von Dankbarkeit, das für mich immer sichtbarer wird. Eine Dankbarkeit für mein Leben, für alles, was passiert ist, für alles, was mir geschenkt wurde, für allem, wen ich begegnen kann. Wie schon erwähnt, getauft werden im Heiligen Geist ist kein Ziel in sich, sondern der Anfang eines Lebens für dich. Es ist eine Sache, die kann man nicht machen. Man kann nur helfen, dass sie passiert. Du kannst dich öffnen. Du kannst bereit werden für dieses Geschenk, damit dein Leben noch mehr aus der Kraft von Gott gespeist ist, dass es noch mehr durchzogen ist, dass du mehr leben kannst, dass du neu leben kannst. Sprecht jetzt in eurer Gruppe darüber und wenn ihr nicht wisst, wie ihr anfangen sollt, dann nehmt doch mal das Beispiel der Apostelgeschichte. Wenn du überlegst, wen du schon kennengelernt hast, an wen denkst du, wer dich begeistert hat? Suche dir einen raus und erzähle, warum er dich begeistert hat. Viel Freude dabei!